Hallo meine Lieben, heute ein Workout knapp über 13 Minuten, in dem wir was für unser Oberkörper machen und auch Schritte sammeln. Wir fangen an und gehen auf der Stelle. Dieses Video ist natürlich oder das Training geeignet für Menschen, die etwas mehr Gewicht auf den Rippen haben, vielleicht auch an einem Lipödem erkrankt sind und auch Anfänger. Wir fangen an mit dem rechten Arm ein bisschen hin und her zu schaukeln. Schauen, dass wir schön gerade stehen, Blick nach vorne, schön durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und jetzt kreisen wir den Arm, den rechten Arm nach vorne. Der Vorteil ist natürlich, wenn wir auf der Stelle gehen, dass wir auch direkt unsere Schritte sammeln für den Tag. Und schön nach vorne und nach hinten kreisen wir den Arm. Schön gerade stehen. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und schön weitergehen. Wir gehen jetzt mit dem anderen Arm hin und her, schwenken wir den Arm und fangen dann an zu kreisen, nach vorne zu kreisen. Und weiterhin versuchen wir auch die Beine zu bewegen. Ist ein bisschen kompliziert, weil zwei Sachen halt sind, aber das werden wir schon nach und nach schaffen. Wenn es nicht ganz so gut klappt, klappt es beim nächsten Mal besser. Und wir kreisen den Arm nach hinten. Sehr schön. Weiterhin ganz regelmäßig durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Jetzt schlagen wir schön alles aus. Entspannen, das ist unsere kleine Pause. Schön die Arme ausschlagen. Sehr schön macht ihr das. Und jetzt beginnen wir, die Arme gleichzeitig nach vorne zu kreisen. Schön große Kreise machen und weiterhin auf der Stelle gehen. So trainieren wir nicht nur die Beine oder sammeln Schritte, mobilisieren und stärken die Arme, sondern wir machen auch was für den Kopf. Es ist nämlich eine Koordinationssache, wenn wir natürlich die Beine bewegen und die Arme. Sehr schön. Auch da weiterhin durch die Nase einatmen. Jetzt kreisen wir die Arme nach hinten. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und schön weitergehen auf der Stelle. Und macht schöne Kreise nach hinten mit euren Armen. Sehr schön. Wieder eine kleine Pause, indem wir die Hände schön ausschlagen, die Finger ausschlagen, die Arme schön von unten nach oben und von oben wieder nach unten. Weiterhin gehen wir auf der Stelle. Und jetzt beginnen wir mit der nächsten Übung. Die Arme nehmen wir nach oben und jetzt geht ein Arm nach hinten, ein Arm nach vorne. Beim ersten Mal klappt das vielleicht nicht ganz so gut. Gebt nicht auf, versucht es halt immer wieder. Ein Arm nach hinten, ein Arm nach vorne. Auf der Stelle weitergehen. Wenn es gar nicht klappt, bleibt ihr stehen und macht es nur mit den Armen. Und dann nehmt ihr nach und nach die Beine mit dazu. Sehr schön. Auch da weiter durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Sehr schön. Und jetzt geht es andersrum. Wir wechseln die Seite. Und wenn ihr oben anfangt und dann einen Arm nach vorne gehen lässt und einen Arm nach hinten, dann kommt ihr sehr schnell in die Bewegung. Einatmen hoch, ausatmen runter. Einatmen hoch, ausatmen runter. Sehr schön. Da machen wir natürlich gleichzeitig wieder was für die Koordination, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Aber wir bewegen uns mit den Beinen und wir bewegen uns mit den Armen. Sehr schön. Wieder unsere kleine aktive Pause. Schön die Arme ausschlagen, die Hände ausschlagen, die Finger ausschlagen und weiterhin auf der Stelle gehen. Sehr schön.
Jetzt greife mit der rechten Hand nach oben und mit der linken. Wir gehen weiterhin auf der Stelle und versuchen uns ganz lang nach oben zu machen, als ob wir da oben am Baum einen riesen, tollen, leckeren roten Apfel haben. Und da strecken wir uns, pflücken ihn und nehmen ihn mit nach unten. Und nochmal schön strecken, pflücken und mit nach unten nehmen. Strecken, pflücken und die andere Seite. Strecken und pflücken. Sehr schön. Auch da weiterhin durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Sehr schön. Und auch immer die Hände mitbewegen und greifen. Das ist ganz wichtig. So können wir auch dem Lymphsystem ein bisschen helfen. Sehr schön. Wieder schön eine aktive Pause. Und wir schlagen die Finger aus, die Hände, die Arme. Sehr schön. Als ob die nass sind und wir wollen sie trocken haben, die Hände. Schön. So, als ob wir die nassen Hände trocken machen und das Wasser abwerfen. Und wir gehen jetzt etwas mehr, nehmen die Beine ein bisschen mehr mit, die Knie höher und die Arme nehmen wir auch mehr mit. Auch da weiterhin atmen durch die Nase, durch den Mund aus. Und jetzt fangen wir an, langsam kommen wir in diese Box-Situation. Das heißt, wir machen Fäuste und nehmen die Hände abwechselnd nach oben. Wir gehen weiterhin auf der Stelle. Sehr schön. Und auch da schön Brustbein nach vorne, Nacken lang machen, Scheitel zur Decke und weiterhin schön auf der Stelle gehen. Und jetzt geht es einfach weiter, dass wir jeweils eine Faust nach vorne schieben. Und dann sind wir schon in einem Boxerlauf, in einer Art Boxerlauf. Da habt ihr schon mal so die Grundtechnik für ein nächstes Video bei mir. Und zwar könnt ihr dann auch das Fitnessbox-Workout machen. Da gibt es auch einige Videos bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und schön nach vorne boxen. Weiterhin auf der Stelle schön gehen. Sehr schön. Schön die Fäuste nach vorne schieben. Nacken ist entspannt. Wir schauen trotzdem darauf, dass wir den Abstand zwischen Ohren und Schultern groß halten. Und wir haben wieder unsere aktive Pause, wo wir unsere Hände trocken schleudern. Sehr gut. Richtig abtropfen lassen, das Wasser von den Händen. Richtig wegschieben. Und wir fangen jetzt an, die Knie zu heben. Wir gehen in einen Kniehebelauf. Schön hoch die Knie, so weit es geht. Auch da weiterhin Brustbein nach vorne, Kinn Richtung Brustbein. Und jetzt nehmen wir die Arme nach oben und ziehen jetzt gleichzeitig. Wir pflücken im Endeffekt jetzt mit zwei Händen gleichzeitig die großen roten Äpfel vom Baum. Und dazu kommt natürlich noch, dass die Knie jedes Mal abwechselnd rechts und links nach oben gehen. Sehr schön. Schön nach oben greifen und nach unten ziehen. Oben greifen, die Hände schließen und nach unten ziehen. Die Arme könnt ihr wieder nach unten machen und die Beine immer noch gleich hoch, die Knie. Und jetzt abwechselnd das Entgegengesetzte, den entgegengesetzten Arm oder die Hand zum Knie. Schultern sind entspannt, der Nacken lang, Scheitel zur Decke. Sehr schön. Sehr schön. Und schön hoch das Knie, soweit es geht. Das Schöne ist, dass ihr halt auch eure Schritte sammelt bei dem Workout. Sehr schön. Und auch da schön gleichmäßig durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen.
nicht mehr lang. Und wieder unsere aktive Entspannungspause. Schön wir die Hände trocken schütteln. Und wir gehen an die eine Seite der Matte. Machen die Hände noch ein bisschen trocken. Nehmen die Fäuste nach oben und machen jetzt 2 Schritte nach rechts und 2 Schritte nach links. Die Fäuste nehmen wir nach oben und jetzt greifen wir gleichzeitig wieder immer, wenn wir nach rechts gehen mit der linken Hand und wenn wir nach links gehen mit der rechten Hand. Wir pflücken wieder unsere roten, schönen, großen, reifen Äpfel. Wir gehen nach oben, strecken uns, greifen, schließen die Hand und ziehen es runter. Und auch da schön regelmäßig einatmen, durch die Nase, ausatmen, durch den Mund. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Sehr schön. Sehr schön. Merkt ein bisschen die Arme jetzt schon, auch das mit den Händen, dieses Öffnen und Schließen und wieder unsere aktive Hände-Trockenschüttel-Pause. So, jetzt sind die Hände gleich trocken, dann können wir in die nächste Übung gehen. Stellen uns in die Mitte hin, Beine etwas mehr auseinander und jetzt gehen wir auf der Stelle. Versuch mal nur auf dem Vorderfuß zu gehen und wir fangen jetzt so ein bisschen an zu laufen, zu tippeln. Nimm die Arme ein bisschen mit, wir laufen auf der Stelle. Schön weiterhin einatmen, durch die Nase ausatmen, durch den Mund. Die letzte Minute bricht an. Jetzt geben wir nochmal ordentlich Gas. Jetzt sind wir im Endspurt und werden etwas schneller und laufen schneller auf dem Boden. Schneller, 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 als ob wir jetzt vor etwas wegrennen oder irgendwo hinrennen ganz schnell. Sehr schön. Dauert nicht mehr lange. Jetzt mobilisieren wir nochmal alle Kräfte und geben nochmal ordentlich Gas. Sehr schön. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Sehr schön. Schön auf der Stelle tippeln. Ja, und noch ein bisschen Gas geben. Sehr schön. Wir sind auf der Zielgeraden. Gleich sind wir am Ziel. Und weiter. Weiter. Noch mal ein bisschen schneller. Ein bisschen Gas geben. Sehr schön. Noch 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Ich freue mich auf euer Feedback und wenn ihr ganz viel Spaß mit dem Workout habt.